da bin ich auch wieder zur nächsten Folge, die Wein-RPG, ja. Und was wollte ich denn machen? Genau, ich wollte mal hier ein paar Kartoffeln backen, aber ich mache jetzt nicht so viel. Ich mache erstmal 12 Stück. So, das hier rein. Und ich wollte ja noch, ich wollte gleich, jetzt weiß ich, was ich mache. Weil ich auch unbedingt machen wollte. Ich wollte eine Schere machen und die Schafe scheren. Das ist doch gnadenlos einfach eigentlich. Na komm! Wie komme ich denn jetzt da rein, ohne dass ich sterbe? Ich mache mir eine Tür. Nicht ohne, dass ich sterbe, aber ohne, dass ich, ich habe kein Zeug mehr für eine Tür. Das ist doch jetzt affig, ey. Okay, dann muss ich mich wohl kurz hier reinballern. Oh, 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 oh. Du kriegst mich nicht! So. Okay. Hier schlage ich mir mal kurz ein Loch rein. So, dich rasiere ich mal noch. Zwei Blöcke wieder rein. So. So einfach ist das. Okay. Dann mache ich mir doch mal ein Bett. Aber ich habe nur drei Holz, ne? Zwei Holz, glaube ich, ne? Und ich brauche drei. Das ist natürlich extrem geil jetzt gerade. Habe hier noch irgendwo was Schickes hingelegt? Nein. dann nehme ich einfach hier das hier. So. Hier sind noch zwei Holz drin, ja. Dann schmeiße ich mir das doch mal eben hier kurz zusammen auf der Werkbank und mache mir ein Bett. So, tolle. Und das mache ich mal hier unten. So, weil hier fühle ich mich so ein bisschen wohler noch. Der Sheep was slain by Cyclops. Der Sheep was slain by Cyclops, ja. Scheiße, wa? Habe ich denn hier noch Strings und Sticks? Da ist noch String. Sticks kann ich nicht mehr machen. Okay, also lassen wir das jetzt erstmal alles hier. Und jetzt ist der Tag. Und ich kann endlich loseilen und mir ein wenig Holz besorgen, bitte. So. Und das mache ich jetzt auch direkt quasi. So, tolle. Da hinten, da reise ich ab. Ne? Also, den Wald da hinten. Volle Lutsche. Mache ich den kaputt einfach. Gehe einfach hin. Obwohl, ne, ich nehme erstmal das hier mit. Hier kann ich auch schon mal ganz gut was wegnehmen noch. Weil hier habe ich ja auch noch the Wall gebaut. Ne? Hier kann ich alles wegnehmen, bis auf den da. Das kann ich alles wegnehmen, damit niemand hier hochkommt. Da kriege ich das schon mal wieder richtig lecker Holz zusammen hier. Das ist so praktisch, wenn die alles aus Holz bauen und ich den danach alles aus Stein baue und die das, was sie aus Holz gebaut haben, nicht mehr brauchen, weil sie ja die Sachen haben, die ich aus Stein gebaut habe. Ja, so sieht es nämlich aus. Das machen wir alles kaputt hier. Das ist mir Latten, was hier abgeht. Da habe ich noch eine Fackel. Stelle ich mal wieder hier hin. Damit hier nicht die Bastarde spawnen, ne? So. Was kann ich denn hier noch abbauen? Die paar noch. Den und den. Okay, da habe ich doch schon mal wieder richtig schön viel. So. Ich wollte noch in den Wald da hinten. Wie man sieht. Guck mal, sieht auf der Map sieht das aus, wie als ob da noch ein Dorf drin wäre. Ne? Irgendwie sieht so. So symmetrisch aus. Die ganzen kleinen Bäume, alle so viereckig. So, aber wirklich schade, dass es hier kein Tree Assist gibt. Zotterle. Das weg. Komm, weg mit dir. So, zack. Okay, 40 Holz habe ich schon mal wieder. Also zwei, drei Stacks würde ich schon gerne mitnehmen, bevor es dann wieder Abend wird. Aber die sind ja rucki-zucki zusammengekloppt hier in dem geilen Wald, ey. Und dann kann ich gleich noch die ganzen Saplings, aufheben und das Ganze so ein bisschen, hab ich gerade so einen Enderman-Summen gehört, das Ganze ein bisschen näher an mir mal aufbauen, so, ne, also so eine Baumfarm. So, der ist schön groß, da fange ich dann direkt mal hier an, weil sonst kriege ich wahrscheinlich den obersten Stamm nicht, kaputt. Oh, war gar keiner mehr drüber, hätte ich jetzt mit mehr gerechnet. So, ein Stack zusammen. Okay. Aber die sind gar nicht so hoch. Die kann ich auch von unten direkt machen, glaube ich. Ja, sind genauso hoch, dass ich sie noch so eben von hier unten machen kann. Das ist gut. Okay, fangen wir mal oben an, falls es immer nicht klappt. Falls er doch mal größer ist. Ne, dann habe ich noch einen Tritt hier, wo ich drauf kann quasi. Der muss sterben. Ist der hoch? Aber ich höre doch hier irgendwas. Irgendwas ist hier doch. Kann es nicht sein, ey. Oh, sind das auch Apfelbaum-Säpplinge? Nein, schade. Oh, hätte ich gerne gehabt. So, okay, du bist der nächste Baum, der hier dran ist. So, zack, jetzt geht's dir an die Rinde.
Ne? Eiskalt, wie sie weggesenzt, ey. Okay, der hier scheint auch noch ein bisschen größer zu sein. Den nehme ich mal mit. Aber auch da komme ich überall so dran. Also, das sind relativ kleine Bäume hier irgendwie. So. Zirk, zirk. Wie viel habe ich jetzt? Anderthalb Stacks. So. Also, zwei Stacks ist Minimum. Also, das brauche ich schon, ne? So. Gib alles her. Haben wir noch ein paar größere Bäume irgendwo? Nee, ne? Schade eigentlich. Zack, 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 zack. Den hier noch. Ja, komm, zwei Stacks mache ich. Dann muss es auch erstmal wieder reichen, um ein bisschen was Cooles am Haus weiterzubauen und um das Dach fertigzustellen. Hoffe ich doch, ne? Aber komm, ich mache noch ein paar hier. Also das Stack mache ich noch voll. Ich kann den ganzen Wald eigentlich absensen hier. So viel ist das gar nicht. Die Birken lasse ich stehen. Weil das will ich nicht, das Birkenholz. Das ist so hässlich hell immer, irgendwie. Das mag ich nicht. So. Und den auch noch hier. Und dann habe ich keinen Bock mehr. Dann reicht es auch jetzt. Zwei Stacks voll. Aber ich gehe jetzt trotzdem mal gucken, wo jetzt hier dieses Geräusch herkommt, ja? Habe ich eigentlich meinen Homepoint gesetzt? Waypoints, Home, okay, habe ich. So. Und ich habe nichts mehr zu fressen bei. Ach, mit Möhren kann man die ja anlocken, die Schweine. Stimmt ja. Ist hier irgendwas Cooles zu sehen? Da sind auch Zyklopen. Die gucken mich die ganze Zeit an, so. Hä? Was will er denn? Was will er denn? So, dann schlage ich auch mal das kaputt, kriege noch ein paar schöne Samen raus. Vielleicht kriegt man ja auch mal was anderes hier raus. Kann ja auch mal sein, ne? Aber glaube ich irgendwie nicht bei dem Mod hier. Guck mal, jetzt eine ganze Schweinefamilie. Die könnte ich eigentlich mal komplett mitnehmen. Gibt es noch andere Samen? Nee. Okay, dann erstmal wieder ab in die Stadt. Und was gibt's denn hier? Gibt es irgendwie so ein Molten-Zeug? Molten? Nee. Liquid? Ach nee, Liquid? Auch nicht. Aber was ist das hier? Das hier. Ich geh mal wissen, das ist bestimmt Pech oder irgendwie sowas. So. Er ist immer noch da drin. Ah, da kacke ich erstmal rein, ey. Weil er ist ja der Typ hier, den ich hören wollte oder weggehen soll. Jetzt kacke ich erstmal schön hier rein. Oh, geil. Ich kack auf den. Okay, ich bin wieder zu Hause. Meine opulente Villa wird immer besser. Und ich glaube, hier diese Wand, die werde ich komplett durch einen Zaun ersetzen. Ja. Die kann eigentlich komplett weg. Finde ich nicht so gut. Also, das ist zu sehr verbaut hier. Dann denken die, na, was treibt der da in seinem Innenhof? Schächtet der da Ziegen oder was macht der da, ne? Und das will ich natürlich nicht, dass sie das denken hier. Das ist ein vollkommen öffentlicher Bereich hier, halb öffentlich. Bitte nicht betreten, Schild dran. Aber das passt schon. Wenn sich hier mal einer rein verirrt, dann verweise ich ihn halt vehement mit dem Schwert der Tür, ne? Wenn nicht, dann verweise ich vehement seinen Kopf, seinem Körper. Aber hier so finde ich das schon ganz schön, wenn hier gleich nur quasi so ein Zaun drum ist, nicht? So, das machen wir mal weg. Alles hier so. Da habe ich auch direkt noch ein bisschen Holz gesammelt. Guck mal, 34 Holz nochmal. Daraus kann ich wieder schön viele Treppen machen. So, das kann weg. Möp, möp, möp. Na, wollen wir mal gefüttert werden? Na, ihr Blöden? Tja, die sind so weit weg, ne? Das ist schlecht. Aber egal, ich nehme mal hier die Zäune eben mit. Damit hier nicht gleich sofort, sobald es Nacht ist, alles auf mich hier reinprasselt, ne? Mache ich die schon mal hier hin. So. 8 Stück. Hat es richtig gebracht. Daraus machen wir dann erstmal Sticks und daraus wiederum Zäune. So. Zack, 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 zack. Ich brauche eh noch schön viele so für ringsherum, für mein ganzes Haus hier. Wie machen wir es hier? Wir machen es so. Nee, das schlagen wir weg. Das schlagen wir uns wieder aus dem Kopf hier. Habe ich noch Stonebricks bei? Ja, 2 Stück. Perfekt. Wir machen das nämlich so. Also hier kommt quasi ja meine Tür zwischen so, ne? Also da kommt schon ein Eisentor zwischen oder sowas. Und hier kommen dann 2 hoch die Zäune drauf. So.
Können reingucken, soll aber nicht reinkommen. Ja, das ist die Devise hier. Der kam wieder weg. Wie sieht's denn eigentlich hier aus? Wo bin ich hier, wenn ich hier oben bin? Ist das schon die obere Reihe? Nee. Gut, weil dann mache ich mir nämlich, habe ich noch Treppen dabei? Nein. Dann mache ich mir nämlich hier auch noch ein paar Treppen hoch, dass ich so quasi von hier innen auch an die Felder, an das Feld dran komme da. So, ich brauche Holz. So, ein Stack. Dann mache ich mir jetzt mal hier eben, wie viel kommen da raus? Da waren jetzt 3 Stacks. Und dann kommen dann 2 Stacks Stufen raus. Okay, hört sich noch ganz oder relativ fair an. Habe ich hier noch... Ah, guck mal, Gravel kann ich auch gut nehmen, um mich hier hochzubauen. So, jetzt baue ich erstmal diese Reihe hier fertig. Und ich glaube, mit 128 Stufen sollte ich jetzt endlich mal hinkommen. Reicht das so auch noch? Ja, kann ich noch schön außen am Rand rumtouren und dabei ganz gemütlich im Auto-Mode hier die Dinger spammen. So. Zack, zack, zack. Zack, so. Hier gilt natürlich das Gleiche zu tun, aber nicht so, sondern richtig. So. Zack, zack. Gleich haben wir's. Okay, so, 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 so. Dann kommt jetzt hier noch eine Schicht drauf. Und dann habe ich doch alles so in einer Flucht schon mal mit dem Vorbau. Aber hier wollte ich ja eigentlich auch noch einen Dachboden bauen, ne? Aber das reicht auch eigentlich. Dann kann man halt die Kisten ein bisschen in die Ecken stellen. In der Mitte hat man dann viel zum Laufen. Geht das auch noch von hier unten? Perfekt, das geht auch noch. Aber nicht immer, deshalb mache ich es jetzt lieber von hier oben, wollte ich gerade sagen, damit das auch funktioniert. Aber guck mal, ein Stack ist schon weg komplett. Das finde ich eigentlich ziemlich krass. So. Jetzt machen wir hier die nächste Reihe dran. So, gleich habe ich schon ein Viertel Stack verbraucht. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so viele sind irgendwie. Ma, da solltest du nicht hin und es wird Nacht. So, aber zumindest können die Spinnen mir schon mal nicht mehr aufs und ins Haus klettern. Ne, aber die können natürlich auf und in meinem Haus spawnen und das ist schlecht. Das ist schlecht. Das will ich natürlich nicht. Und deshalb reiße ich jetzt mal das hier ab. So. Zack, Holz kann ich gleich noch machen. So. So. Und hier noch einer hin. Okay. Jetzt werde ich dann alles mit Holz zumachen. Von oben. Ne, so eine Art Flachdach mache ich schon. Hier mache ich gleich schon mal. Jetzt habe ich genau den natürlich ausgetauscht, weißt du. Genau die, die ich brauchte. So, und jetzt mache ich gleich hier vorne schon mal eine Fackel drauf, damit hier schon mal nichts mehr spawnt. So. Du kannst mal herkommen, du Stein. So, irgendwie so 3 Blöcke zubauen, das geht immer relativ zügig. Finde ich, so 3 nebeneinander, die kann man gut spammen. So, andere Seite, nochmal 3. Oh, habe ich nichts mehr. Schade. Okay, jetzt habe ich aber wieder was. So, jetzt hast du keine Ausreden mehr. Und vielleicht baue ich auch später noch hier ein größeres Haus drauf. Ich weiß ja noch nicht, mal gucken. Vielleicht kriege ich einen Anfall und sage dann, ja, komm, das ist aber eine geile Idee, das mache ich. So. Den wieder weg. Den wieder weg. Oder ich baue hier oben noch irgendwas drauf. Mein Schlafzimmer oder so. Mal gucken, vielleicht mache ich das. Ne? Oder eine Farm oder irgendwie sowas. So. Oh, ich habe noch ein Stack. Gucken, ob das reicht. Aber ich glaube, ja. So, das muss einfach reichen. Kommt dann einer hin, dann kann ich 4 nebeneinander spammen. So, das hätten wir. Okay, so, das hätten wir schon mal zu hier jetzt. Ja! Yeah! Jetzt stellen wir erstmal hier ein paar Fackeln hin, damit hier nichts mehr spawnen kann. Und ich glaube, das hier mache ich so ein bisschen mehr noch in der Mitte, wa? So sieht das doch schon mal ganz gut aus. Okay, erstmal hier runter. Aua! Ich muss unbedingt was fressen hier, sehe ich gerade. Ah, guck mal. Los! Sex! Okay, machen wir mal ein paar Brötchen. So, 7 Stück erstmal. Kann ich erstmal aufstoßen in Ruhe, was fressen.
So, das alles wieder hier rein. Und da muss ich mich wohl mal wieder ein bisschen im Untergrund stellen, ne? Und mal wieder ein bisschen sortieren, denn das artet schon wieder aus hier mit Scheiße einfach. So, Eisen hab ich. Da werde ich mir doch mal eben. So, Eisenschuhe. Eisenrüssi. Eisenhose. Und Eisenhelm kann ich nicht machen. So, aber zumindest schon mal irgendwas, damit ich so ein bisschen geschützt bin. Und ein Eisenschwert mache ich mir, weil das ist echt kein Zustand mit dem scheiß Cobblestone-Schwert hier, nicht? So, ab hier runter. Den Kram hier reingedroppt. So, das hier rein. Guck mal, Holz habe ich jetzt auch wieder noch ein bisschen. Das ist doch schon mal nice. So, Werkzeuge. Hier habe ich noch die ganze Scheiße, ey. Ne, das nehmen wir mal mit. Das legen wir hier oben rein. Ich könnte mir noch eine Cobblestone-Pickaxe machen. Das wäre schön. Nicht? So, so. Mach ich denn? Muss ich auch hier machen. Habe ich die wieder da reingelegt, ich Idiot, ey. Und jetzt kriege ich sie nicht. So, daneben geklickt. Zack. Cobblestone-Pickaxe. Direkt drei Stück. Kann ich auch direkt hier drüber lagern. Und einmal Cobblestone lasse ich mal hier. Und schmeiß das alles hier rein. So, es ist Nacht. Ich würde gerne mal schlafen. Und dann brauche ich noch mehr Kohle, um hier Dingens zu machen. Oh, guck mal, 46 gebackene Kartoffeln. Geil. Kohle, um Dingens zu machen, um Fackeln zu machen. Weil ich muss ja da das Haus mal schnell ausleuchten. Jetzt habe ich da gleich wieder die Hottentotten tanzen, ey. So, zack. Machen wir doch mal einfach 36 Fackeln. Und platzieren die hier mal direkt. So. Das kann alles weg. So. Aber ich mache die hier dran. Und dann gucken wir mal, wie viel ich habe genau. Ja, da müssen ja auch noch mal Fenster rein hier natürlich, ne? Also so karg bleibt es hier nicht. Wird ja nicht so eine Wohnhöhle, ne? Boah, ach, das konnte die Schaufel noch. Ja, geil. Ich habe auch noch direkt eine Schaufel gemacht, ey. So, das weg. Wieso ist denn da noch ein Erdblock? Der kann auch weg. So. Dahin, ach ne, nicht dahin, dahin und dahin, so. Die machen wir mal hier weg, aber um die Türe mache ich direkt welche. Hier finde ich den Cobblestone eigentlich gar nicht so schlecht, der da steht. Aber er hier muss natürlich noch weg, hier der Dirt, ne, so geht's ja nicht. So, dann mache ich hier einfach alle zwei ein noch. So, so, so und so. Auf dieser Seite genauso, soll ja alles schön ausgeleuchtet sein. Und in der Mitte werde ich gleich eh noch Wände und sowas ziehen. Deshalb muss ich da jetzt erstmal nicht ausleuchten. So, zack und zack. Aber ich stelle hier trotzdem mal welche hin. So, Stone Bricks brauche ich. Wie viel hatte ich davon denn noch? Hatte ich davon noch genug? Ah ja, das sieht doch gut aus. Und Wood auch für die Wände dann. Und habe ich noch Glas irgendwo? Dann könnte ich direkt mal hier die Fenster reinschlagen. Ist jetzt schon wieder Nacht? Habe ich nicht gerade gepennt? Ne, wollte ich machen. Habe ich nicht gemacht, ne? Krass. Aber gut, ich sag mal, in der nächsten Folge sehen wir dann, wie ich meine Fenster baue, wie ich mein Haus ein bisschen ausbaue. Ne? Also das, was euch im Groben erwartet. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ne? Wenn es das getan hat, lasst ein Abo da oder ein Like da. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.